Gut, und dann blende ich wieder was ein. Und diesmal haben wir es mit der Ausübung alleine oder gemeinsam Frage zu tun. Die ist auch ganz, 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 ganz spannend. Ich bin eigentlich jetzt intuitiv davon ausgegangen, dass wir fast alle immer nur alleine unterwegs sind, dass es nur so ein ganz paar Hansel es gibt, die das tatsächlich dann mal in Grüppchen ausüben und tatsächlich immer oft bzw. gelegentlich mit Partnerin sind immerhin 40% insgesamt. Also Partner, Partnerin. Das sind erstaunlich viele, wenn man so darüber nachdenkt, dass das Ganze ja ein sehr männerdominiertes Hobby ist. Und dann wohl offensichtlich doch noch einige Frauen dabei eine Rolle spielen, die quasi mitgezerrt werden. Die aber natürlich an der Umfrage jetzt nicht unbedingt teilgenommen haben, demzufolge auch nicht als weibliche Teilnehmer aufgeführt werden. Das deckt sich ein bisschen mit den Kommentaren, die ich teilweise kriege. Es ist oft so, dass mir der Mann schreibt und darauf hinweist, seine Frau guckt auch immer gerne mit. Und ja, vielleicht geht das so irgendwie ein bisschen in die Richtung, ist ganz interessant. Aber, ja, dass der Alleineanteil auch in Anführungszeichen dann wiederum nur bei 70% liegt. Das bedeutet ja, es gibt auch Leute, die das Ganze gar nicht alleine machen. Das ist interessant. Das könnten dann die, ja, da kann man jetzt spekulieren. Da kann man jetzt wirklich spekulieren, aber ich hätte wirklich gedacht, das alleine machen ist quasi der Klassiker. Ja. Und wer dann so mitgeht, wenn da entsprechend Leute mitgehen, nach der Partnerin bzw. dem Partner, sind es dann Freunde und Bekannte interessanterweise. Nicht, die sind dann erst auf Platz 4, andere Bushcrafter oder Survival-Aktive. Also man kann daran auch so ein bisschen ablesen, was für eine diffuse Gruppe wir auch sind. Dass man halt einfach irgendwie irgendeinen Kumpel mitnimmt und dem das vielleicht auch mal beibringt, in Anführungszeichen, anstatt dass man hier irgendwie sich mit einem anderen, der eben unserer Gruppierung, angehört, einfach zusammentut. Weil wir halt eben so ein diffuser und auch diverser Haufen sind, den man schwer zusammenfassen kann. Das sieht man jetzt auch wieder gut eben an dieser demografischen, ja, den demografischen Aspekten der Untersuchung relativ weit vorne, in den Ergebnissen, dass wir halt eben ungefähr ein normaler Ausschnitt aus der Bevölkerung sind und dass da wenig Besonderheiten eben entsprechend auch gibt. So, jetzt haben wir es dann auch bald. Also es ist nicht mehr ganz so viel. Häufigkeit der ausgeübten Tätigkeiten ist natürlich auch ein gewisses Kernstück dieser Arbeit und extrem wichtig und sehr interessant eben auch für, ja, um ein mögliches Konfliktpotenzial eben näher zu beschreiben, das zwischen den Bushcraftern und dem Rest der Welt, in Anführungszeichen, insbesondere der Forstwirtschaft und der Jägerschaft, die hier jetzt nicht so namentlich erwähnt sind, aber das ist natürlich so das Hauptkonfliktpotenzial, das ich jetzt sehe aus meiner Position. Und da gibt es jetzt so ein paar interessante, richtig interessante Zahlen, eben was die Tätigkeiten denn sind, die man da betreibt, wenn man entsprechend Bushcraften geht. Da hat er sich große Mühe gegeben, der Michael, so ziemlich alles aufzuzählen, was man da überhaupt machen kann. Und ich hätte auch wirklich kaum noch was zu ergänzen. Also, wenn ich das alles gemacht habe, was da steht, dann fällt mir jetzt auch nicht mehr großartig noch ein, was man da sonst denn noch so draußen im Walde machen kann, außer sich auf einen Stein setzen und ein Buch lesen. Zumindest solange man allein ist. Zu zweit, je nachdem wer da mit ist, gibt es dann natürlich vielleicht noch Frisbee spielen oder weiß nicht, was die Pärchen so im Wald machen. Ja, böser Ben. Natur genießen ist mit 98,4% quasi omnipräsent. Jeder genießt die Natur. Das ist also wirklich sowas, was man immer sozusagen ständig nebenher tut. Und logischerweise dann auch, ich finde das wirklich schön, dass es quasi ein Hand miteinander einhergeht. Wenn man die Natur genießt, entspannt man sich quasi. Das interpretiere ich jetzt einfach mal so. Man kann nicht die Natur genießen, ohne zu entspannen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das bitte funktionieren soll. Also aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Und dass das so wichtig ist, dass das mit jeweils über 95% hat, ja, das ist wirklich mal ein Argument. Damit kann man wirklich mal wohin gehen und sagen, ja, ich bin Bushcrafter. Hä, was ist denn ein Bushcrafter? Ja, guck mal hier. Wir sind grundsätzlich zwar ein ziemlich diffuser Haufen, aber wir sind uns darüber einig, dass die Natur was Tolles ist, wir da zum Entspannen hingehen und zum Naturgenießen. Also haben wir schon mal was gemeinsam mit zum Beispiel auch einem Jäger.
der zumindest den Punkt Natur genießen garantiert auch mit 98% ankreuzen wird. Wichtig, bei Konflikten und ein Förster oder ähnliches wird das auch mit 98% mindestens, wahrscheinlich 100% ankreuzen, dass ihm das irgendwie wichtig ist. Und darauf kann man aufbauen, dass man dann wirklich auch schriftlich und hochoffiziell eben sagen kann, guck mal, wir haben doch eine gemeinsame Basis. Und die besteht darin, dass wir alle ganz großartig toll den Wald finden und die Natur super gerne genießen wollen. Wichtig. Finde ich, dass das wirklich mal schwarz auf weiß so untersucht worden ist, ist einfach ein Argument. Da kann man mitarbeiten. Ansonsten Holz sammeln und Feuer machen, Zunder sammeln, also all diese Feuerkomponenten zusammentragen quasi. Das ist offensichtlich uns allen gemeinsam so die Aktivität, die wir so machen, wenn wir rausgehen. Und ich muss auch für mich selber bestätigen, es läuft darauf hinaus, wenn ich meine, dass ich jetzt ein bisschen Bushcraften gehen will oder mal in den Wald renne. Ja gut, dann gehe ich irgendwo hin. Dann mache ich in irgendeiner Form was an, das brennt. Muss nicht immer wirklich ein Feuer sein. Hobokocher, Esbettkocher, Trangia, wenn in irgendeiner Form was anmachen, was brennt und da was draufstellen, wo man sich dann heißes Wasser, Topf-Ravioli oder ähnliches. Das überrascht mich nicht, dass das auf Platz 1 ist. Und da haben wir dann halt eben aber auch schon das Konfliktpotenzial quasi. Der Bushcrafter braucht ein Feuer. Ein Feuer ist elementar wichtig für den Bushcrafter und auch für den Survivalisten. Und ein Feuer ist generell ja immer bis auf an den ausgewiesenen Plätzen und die eine lustige Ausnahme mit Niedersachsen und dann noch die ganz wenigen Glücklichen von uns, die tatsächlich irgendwie selber Waldbesitzer sind in einem Bundesland, wo das zum Feuermachen befähigt. Nur denen vorbehalten, die vorher um Erlaubnis gefragt haben. Aber generell ist Feuermachen natürlich immer kritisch. Also man darf es nicht immer, man sollte es auch nicht immer, wenn Waldbrandgefahr herrscht, dann sollte man es auf keinen Fall, ob man es darf oder nicht. Bei Waldbrandgefahr darf es auch keiner im Übrigen. Ja, aber das schreibt dann Michael ja auch entsprechend in der Diskussion. Das müsst ihr dann selber lesen, die werde ich nicht mehr mit euch durchkauen, dass das halt schon wirklich ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringt. Wie hoch der Stellenwert des Feuermachens ist, das auch mal als Zahl zu haben, ist interessant. Ich habe nämlich auch schon in den Feuervideos gelesen, Kommentare, das sind auch schon ein paar, also in meinen Feuervideos, dass man dann einfach halt kein Feuer macht. Muss ja nicht sein, man kann ja auch so den Wald genießen, ohne irgendwas anzuzünden. Sehen die meisten tatsächlich eben offensichtlich nicht so. Kann ich auch irgendwo ein bisschen verstehen. Ja, dann sich orientieren, schnitzen, Pflanzen bestimmen, übernachten, Tiere beobachten, wandern, Shelter bauen, ja, 65%, fotografieren, filmen, das ist in meinem Fall natürlich wichtig, ja, warum wohl? Warme Nahrung zubereiten am Lagerfeuer, das habe ich ja selber noch genannt. Ihr seht es ja selber. Ich finde das wirklich interessant, dass das also quasi fast schon so eine Zusammenstellung aller denklichen Tätigkeiten ist, die man da überhaupt machen kann. Steht eigentlich Bogenschießen dabei? Jagdtechniken zum Beispiel, Fallenbau aus Trockenübung. Bogenschießen finde ich jetzt nicht. Es mag vielleicht noch ein paar Sächelchen geben. Es mag vielleicht auch noch den einen oder anderen militanteren. Aber da sieht man es ja schon, dass Jagdtechniken, andere Angel- und Fischereifertigkeiten, das ist ziemlich abgeschlagen mit 16,7 bis 12,2%, ganz unten in der Tabelle. Vielleicht hätte man noch eventuell, das hätte mich interessiert, ob es dann Leute gibt aus der Survival-Quatsch, also eher aus der Survival-Ecke, die dann an die Zombie-Apokalypse glauben und so ein Blödsinn, glauben in Anführungszeichen natürlich, die da auch noch Kampftraining und Ähnliches im Walde absolvieren und sich Spieße bauen und den Umgang mit dem Spieß üben und so ein Zeug. Das würde mich wirklich auch nochmal. Das würde mich interessieren. Das haben wir ja früher gemacht, als ich noch ein bisschen kürzer war und noch keinen Hut auf hatte, dafür noch wallendes Haar. Da haben wir immer viel Zeit damit verbracht, uns gegenseitig mit irgendwelchen Knüppeln zu knüppeln. Das würde mich interessieren, ob es das noch gibt heutzutage. Aber das ist jetzt keine Kritik an der Arbeit hier jetzt. Das ist jetzt nur gerade spontan noch eingefallen. Ja, also es ist schon interessant, der Stellenwert des Feuermachens, das haben wir alle gemeinsam und der Rest, das ist alles so ein bisschen bei 50%, 30%. Jeder macht scheinbar so ein bisschen ein relativ großes Portfolio aus all den verschiedenen Sächelchen und ja.
Ja, vielleicht mit das Spannendste jetzt in der ganzen Arbeit ist jetzt vor allen Dingen für mich als derjenige, der hier ja für das Waldrecht zuständig ist auf YouTube. Gibt es dann auch von anderen Leuten auch ein paar Videos, aber ich denke so, das ist schon so ein bisschen mein Steckenpferd, glaube ich. Und da ist jetzt die große Frage, Verhältnis zum Eigentümern und Verantwortlichen, Mehrfachnennung möglich. Es ist erstaunlich, wie oft schon jemand angesprochen worden ist, also erwischt worden ist. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viele sind. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich wurde bisher noch nicht auf meine Aktivitäten angesprochen, geben bloß 66% an. Also entsprechend 34% wurden schon mal auf ihre Aktivitäten angesprochen. Kann man sich jetzt natürlich so ein bisschen streiten, wie das zu verstehen ist, wie die Frage auch interpretiert wurde von natürlich denjenigen, die sie ausgefüllt haben, von irgendwem, also sprich einem anderen Spaziergänger oder irgendwie sowas, oder halt direkt gleich von der Obrigkeit, Förster, Jäger, wenn man den Jäger zur Obrigkeit zählen möchte. Ich würde ihn jetzt einfach mal Spaß aber dazu nehmen. Ich weiß nicht, wem das Gebiet gehört, beziehungsweise wer zuständig ist, wissen nur 36% tatsächlich nicht. Das ist natürlich auch wieder was, was mich sehr freut, weil ich ja eben auch davon ausgehe, dass diese Umfrage so ein bisschen simultan zu eben meinen Zuschauern irgendwie läuft. Und da habe ich dann insofern, das nehme ich jetzt für mich einfach mal in Anspruch, bei immerhin 64% derjenigen, die mein Zeug gucken, geschafft, dass die immerhin eine Ahnung haben, wo der Wald, wem der Wald gehört, in dem sie rumkreuchen. Finde ich super. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so viele sind. Ich denke, ich gehe eigentlich davon aus, ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, dass ich fast schon so ein bisschen gegen Windmühlen kämpfe. Und bisher war meine Meinung, dass es wahrscheinlich vielleicht 10% derjenigen, die mein Zeug gucken, wirklich intensiv versuchen, 100% legal im Wald unterwegs zu sein. Das sind wohl scheinbar aber deutlich mehr. Also, dass ich dann doch so viel in Anführungszeichen auch mit erreicht habe, dass ich sage, wie man denn möglichst legal im Wald unterwegs sein kann, das überrascht mich. Also wie gesagt, ich hätte gedacht, 10% höchstens, maximal, die sich an sowas halten. Aber tatsächlich sind es 13%, die Gelände habe ich gepachtet oder gehört mir und 18%, die Erlaubnis des Eigentümers oder der zuständigen Verantwortlichen haben, also beide zusammen, dann sage und schreibe 31%, die das legal da tatsächlich sogar machen dürfen. Das hätte ich niemals erwartet, dass das so viele sind. Der Michael interpretiert das, also es sind sehr, sehr, sehr wenige. Das ist halt einfach die Frage, wovon geht man aus? Ich bin davon ausgegangen, dass wir alle wirklich so mehr oder weniger illegal im Wald rumschleichen und da illegale Feuerchen machen. Das ist wie allermeisten von uns tun, dabei zwar aufpassen und so weiter und so fort, aber dass es doch wirklich eine seltene Ausnahme ist, dass da jemand regelmäßig, also sich ein regelmäßig genutztes Gebiet legal einfach nutzt, dass er das darf. Da bin ich wirklich positiv überrascht. Und auch interessant ist nochmal 36%, die sagen, für meine Aktivitäten benötige ich keine Erlaubnis. Jetzt ist die Frage, das ist ganz interessant, benötigen die dann wirklich keine Erlaubnis für ihre Aktivitäten? Sind diese 36% dann also entsprechend derweit im Bilde, was man darf und was nicht, dass sie das genau wissen und dann entsprechend wirklich nur das machen, was sie dürfen? Beispielsweise, Szenario, jemand will im Wald ein Feuerchen machen und so, sucht dann halt wirklich nur immer öffentliche Feuerstellen für diesen Zweck auf oder geht einfach davon aus, das kann man ja fast schon tun, dass das Verwenden eines kleinen Trangia-Kochers auf einer völlig ungefährlichen Unterlage, meinetwegen mitten auf der Vorstraße, wo es wirklich nicht brennen kann, keinerlei Erlaubnis bedarf. Davon kann man jetzt vielleicht zum Beispiel ausgehen. Sind das dann solche Leute? Oder wie viele dieser 36%, die sagen, für meine Aktivitäten brauche ich keine Erlaubnis, sind einfach nur arrogant und sagen, nein, ich brauche einfach keine Erlaubnis, weil ich bin ja Profi und ich kann das. So. Und rechtlich gesehen bräuchten sie eigentlich schon eine Erlaubnis, weil sie zum Beispiel irgendwo mitten im Wald ein Feuer machen und sagen aber einfach nur, nein, ich brauche keine Erlaubnis. Und noch eine andere Frage, wie viele dieser 36%, die sagen, dass sie keine Erlaubnis brauchen, wissen es einfach nicht besser und denken, sie brauchen keine Erlaubnis, obwohl sie es eigentlich bräuchten und wissen das nicht.
Das wäre auch nochmal interessant. Ich glaube, das sind nicht so viele, weil, wenn ich davon ausgehe, dass es größtenteils meine Kanalzuschauer sind, meine Rechtsvideos ja meistens von den meisten geguckt wurden und so weiter und so fort. Also, ich traue euch da schon einiges zu, dass ihr da inzwischen ganz gut informiert sein könntet. Ja, aber andersrum gesehen, zweite Zeile von oben, 64% wissen offensichtlich, also. Habe ich das eben jetzt falsch gesagt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Also 64% wissen quasi, wem das Gebiet gehört, in dem sie unterwegs sind. Das ist doch super. So, und letzter Punkt, weil ich habe jetzt langsam Kohldampf und will mal was mampfen hier zwischendurch, ist jetzt, inwiefern Einrichtung eines speziellen Bushcraft Survival Gebiets. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Region würde extra ein Gebiet für Bushcraft Survival Aktivitäten ausgewiesen. Dieses dürfte man nach Anmeldung gegen Gebühr nutzen. So ein Angebot hätte ich großes Interesse dran. 27,7% trifft voll und ganz zu. Trifft eher zu 26,4%, also etwas mehr als die Hälfte, ein ganz kleines bisschen mehr als die Hälfte fände sowas gut. Das ist auch mehr, als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die allermeisten von uns wirklich so der freiheitsliebende, menschenscheue, sich möglichst irgendwo im Wald verkriechende, ja, Kauz sind, im positiven Sinne, das ist in keinem Fall so negativ zu verstehen, ja, die sich da möglichst nicht auf irgendein Ghetto, wie der ein oder andere hat es auch schon so geschrieben, auf ein Ghetto beschränken lassen wollen, sondern halt einfach gerne die Freiheit genießen können, wo auch immer im Wald herum zu streunern. Das ist ja auch wichtig, aber dass das in Anführungszeichen nur eben ein bisschen weniger als die Hälfte sind, die eher so denken und sich auf so ein entsprechendes Angebot doch immerhin etwas mehr als die Hälfte wirklich einlassen würden und 27,7% sogar da großes Interesse dran haben. Ja, das muss ich sagen, überrascht mich positiv. Ich hätte da auch wieder mit weniger gerechnet. Natürlich kann man jetzt auch irgendwo sagen, toll wäre es, wenn das 87% wären. Toll, aus welcher Sichtweise eben auch immer. Das ist einfach die Frage, was man eben erwartet. Es sind halt einfach erstmal reine Zahlen. Ob das jetzt für den einen gut ist und für den anderen schlecht. Überhaupt bei wissenschaftlichen Arbeiten darf man ja nie sagen, es ist gut oder es ist schlecht. Das ist dann schon wieder Meinung, Bewertung, die steht einem in seltenen Fällen nur zu. Man muss einfach die Zahl nennen und sagen, so ist es. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang man das halt sieht, ergibt sich dann erst eine Wertung, ein Gut oder ein Schlecht. Und für mich ist es eben ein Gut, für andere Leute wahrscheinlich eher ein Schlecht. Aber interessanterweise ist es auch wiederum so, dass der Faktor, dass das ein bisschen Geld kosten soll, relativ uninteressant ist. Also der Anteil, ja, dass es nur interessant wäre, wenn es kostenlos ist. Das sind dann nicht wenig, sind nicht mehr. Also beziehungsweise das ist irgendwie. Vielleicht, wenn ich an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen Kritik anbringen kann, ist das ein bisschen undurchsichtig von der Fragestellung her. Also darf ich es nur interessant finden, muss ich dann das andere nicht interessant finden, wenn ich das eine angekreuzt habe. Ich bin da selber ein kleines bisschen, glaube, durcheinander gekommen beim Ausfüllen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das ist schon zu lange her. Naja, aber. Generell Zustimmung etwas über 50%, das ist auf jeden Fall deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ob das jetzt die Urlaubsplanung beeinflussen würde, dass es in der Region so ein Gebiet gibt, das ist immerhin auch noch mal die Hälfte, bei der das eher so wäre. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mich persönlich würde das jetzt relativ und ja, ich würde das relativ uninteressant finden. Ich würde immer dahin fahren mit Urlaub machen, wo es halt gerade schön ist, wo ich hin will, wo es was zu sehen gibt, was ich haben möchte und ob es da jetzt so einen Platz gibt oder nicht, das wäre mir dann relativ bums. Ja, jetzt habe ich dann alles durchgekaut, was ich durchkauen wollte und entsprechend lang ist das Video jetzt geworden. Da kann sich auf jeden Fall keiner mehr beschweren, dass ich zu wenig gesagt hätte und dass das Video zu kurz gewesen wäre. Ich freue mich wirklich, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen Zahlen haben und ich habe jetzt alles zwischendurch gesagt gehabt, was ich dazu irgendwie sagen wollte. Wenn es darum geht, den Förster davon zu überzeugen, dass man ein freundlicher Bushcrafter ist und entsprechend harmlos,
und er einen ruhig in den Wald lassen kann. Dann ist natürlich von Vorteil, wenn der Förster vorher schon mal davon gehört hat, was ein Bushcrafter eigentlich sein soll. Und möglicherweise ist dann der Förster bei seiner Recherche ja schon auf diese Arbeit gestoßen oder wurde drauf gestoßen. Da kann man ja vielleicht ein bisschen nachhelfen, dass er sich einfach mal ein Bild machen kann von der Gruppierung Bushcrafter, die eben gar nicht böse sind und nicht schlimm sind und denen, das wäre dann im weiteren Verlauf der Arbeit noch gekommen, zum Beispiel Naturschutz extrem am Herzen liegt und überhaupt der Erhalt der Natur und auch die nachhaltige Nutzung dieser sehr, 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 sehr wichtig sind. Und zwar überproportional wichtig im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Wer also einen Bushcrafter in seinen Wald lässt, als Förster, der lässt auf jeden Fall jemanden in den Wald, dem dieser auch wirklich enorm am Herzen liegt und der keinerlei Interesse daran hat, den Wald kaputt zu machen. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, wozu man eben wirklich diese Arbeit gebrauchen könnte. So ein bisschen als Marketinginstrument für unser Eins. Ja, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt was essen. Und wünsche ansonsten einen schönen Abend. Und ich hoffe, das war jetzt einigermaßen interessant, eben die entsprechenden Ergebnisse mal mit mir durchzukauen. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an den Michael. Und macht's gut. Ciao.